Willkommen zurück zu Wonder Boy in Monster World. Ja, wir gehen in die Wüste. Wir wurden ordentlich in die Wüste geschickt. Ja, gehen wir mal über die Brücke, oder? Wollt ihr über die Brücke? Müsst ihr nur das eine tun? Müsst ihr nur das eine tun? Löst mein Rätsel. Hey! Ich mach kurz einen Prozess mit dir, grummeliger Troll. So, Mothim City Desert betreten auf eigene Gefahr. Wundervoll. Das hört sich doch einladend an. Oh, ihr seid auch sehr einladend. Ja, was soll ich sagen? Schön wieder hier zu sein. Das weckt nostalgische Gefühle. Oh Mann. Und diese Viecher hier waren richtig kacke. Da muss ich mich erstmal so ein bisschen ins Angriffsmuster nochmal reinfinden. Die klauen dir jedes Mal ein halbes Herz und es gibt hier leider tonnenweise von diesen Viechern. Ja, wirklich. Aua. Und warum können sie eigentlich sowas machen? Seit wann können Skorpione sowas? Das ist gemein. Aber das ist Wonderboy. Ich sollte nichts... Ja, ich sollte einfach besser nichts hinterfragen. Es bringt eh nichts. So, tschüss. Ja, ich sag ja, undurchschaubares Angriffsmuster. Oh Mann. Na, die Viecher mag ich wirklich nicht. Die sind sehr, sehr eklig zu bekämpfen. Und schießen ewig weiter und... Ich spring mal hier rein. Genau, weil das sollte ich hier nicht vergessen. Hier drin gibt's noch was. Ich glaube, irgendeine Magie. Magie. Und noch mehr von den Viechern. Und noch mehr von den Viechern. Und dann war hier drüben noch mehr von den Viechern. Es ist ja schön, dass ihr alle hier seid. Verschwindet doch bitte einfach. Ja, hier war nichts. Ah doch. Ach, guck mal. Hier. Oh, schön. Oh, schön. Und ein Herzchen. Oh, wunderbar. Oh, das freut mich. Die haben doch ein Herz. Für mich. So ein bisschen. Ja. Schön wieder hier zu sein. Es geht also weiter mit Wonderboy, schneller als erwartet. Nächste Woche geht's mit dem Finale von Star Revenge weiter. Also, ich schätze mal die nächsten 2 bis 3 Parts. Und dann ist das Projekt auch abgeschlossen. Und sobald das abgeschlossen ist, geht's dann mit dem 8. Part dann von Wonderboy weiter. Aber für den Moment, heute nochmal Wonderboy. Das ist auch ganz cool. Ich habe mich wieder ein bisschen reingefunden in das Spiel jetzt. Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn du nur 1 bis 2 Parts pro Woche aufnimmst von dem Ding hier. Den ersten Part hatte ich ja sogar Monate vor dem zweiten Part aufgenommen. Das war noch die Steam-Version, also so Genesis Collection. Und ja, jetzt haben wir ja die Emulator-Version, die auch ein bisschen angenehmer ist. Weil ich halt dann eben doch mal speichern kann, wie ich will, gerade weil ich öfter mal unterbrechen muss. Weil ich eben irgendwas höre oder gerade die Ruhe nicht habe oder sonst was. Ist das ganz praktisch mit Emulator. Ja. Und nichtsdestotrotz, ich habe mich, denke ich, ganz gut reingefunden. Wir sind bisher noch nicht einmal Game Over gegangen. Und jetzt haben wir so viele Herzen, dass ich hoffe, dass mir das nicht mehr passiert. Höchstens beim Endboss. Es ist schon, es ist Wonderboy. Es ist nicht so hundertprozentig einfach. Aber wir werden es hinbekommen. So, ich nutze mal hier den. Ich glaube, mit dem ist es ein bisschen einfacher. Denn ich glaube, um wieder hochzukommen, mussten wir die alle vernichten. Oh, sehr schön. Ich kriege sogar ein Herz dafür. So, okay. Oder soll ich... Soll ich es ausgerüstet? Ich gucke gleich mal. Vielleicht erwische ich die jetzt so. Wenn nicht, rüste ich es gleich wieder aus. Weil der Dreizack ist natürlich auch nicht allzu durchschlagskräftig. Und ich habe ganz gerne ein Schild noch in der Hand. Das habe ich bei dem Dreizack ja auch nicht. Ja, na toll. Ja. Jopp. Ich erwisch dich nicht. Und ich kann hier nicht. Ich kann hier nicht. Doch, ich kann hier. Jetzt kann ich. Jetzt kann ich wieder auf den Trident. Au, wechseln. Das war zu spät. Sansensekai. Damit klappt es. Ja, habt ihr es gesehen? Jetzt ist eine neue Plattform erschienen. Mit der können wir dann wieder hoch. So. Und. Heps. Und... Verdammt.
Ne? Die sind auch noch so schmal. Als ob ich ihn hier. Das ist doch kein Jump'n'Run. Also ein bisschen schon, aber ja. Oh Mann. Hüpfen und springen und tanzen und singen. Komm, Ski, und mach mit. Juhu. Ah, Konntest du sowas nicht sein lassen? Kruzifix. Scheißdreck hier. Ah, wie mach dich fertig? Wie ein Rettich. Okay. Und heps. Da sansen sie. Was? Das hätte ihn treffen müssen. Scheiß Hitbox, ey. Das hätte ihn treffen müssen. Nee, da bestehe ich da. Ich will Videobeweis. Und dann will ich, dass die Szene wiederholt wird. Das kann doch nicht wahr sein. Wenn es bei der WM geht, warum geht's nicht hier? Ja, jetzt habe ich ihn. So. Jetzt muss ich nur nach hier rüber. Das war zu früh. Egal. Nochmal warten. So. Jetzt kommen wir näher hier. Och man. Wir nehmen so. Reichweite hat ausgereicht. So, jetzt müssen wir nur noch nach oben. Nach oben drauf. Au. Oh komm, jetzt wirklich. Eine Reise voller Scheiße hier schon wieder. Ich sehe es schon wieder kommen. Ups. Und hoch. Da habe ich mich nicht getraut gerade. Oh, sehr gut. Wir sind wieder draußen. Und jetzt bin ich natürlich runtergefallen. Wie lange das jetzt gedauert hat. Aber meine Güte. So, okay, wir haben es geschafft. Und jetzt werde ich aber, bevor ich die Wüste weiter durchquere, zurücklaufen. So, da bin ich endlich wieder. Meine Güte. Hat ja auch lang genug gedauert. Trotzdem habe ich den Weg hierher wieder ein bisschen Energie verloren. Ja, aber es ist besser als... Wie viel hatten wir vor? Wie viele Herzen? Ich glaube, ich hatte nochmal zwei weniger oder so. Mir ist es lieber, ich habe genug Energie mit allen 8 Herzen ausgestattet. Sollte das ja auch eigentlich ganz gut hinhauen jetzt. Aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. Wenn du die Möglichkeit hast, nochmal ein bisschen Backtracking zu machen, bevor du dich hier allzu weit reintraust, dann solltest du das auf jeden Fall auch tun. Allzu weit war der Weg ja jetzt auch nicht. Das passt schon. So. So. Und so. Juhu! Gut. Hier ist der Dungeon. Und rechts gehen wir noch nicht lang. Aber dafür gehen wir. Moment. Hier. Und hier. Und hier. Und jetzt rüber. Found the shield. Schildmagie. Kann man immer gebrauchen. So, mal gucken, was es hier noch für Truhen gibt. Also es gab hier einiges an Truhen. Es gab hier wieder einiges an Geheimnissen. Das ist einer der, ich würde es, also auf jeden Fall der zweitumfangreichste Dungeon im Spiel. Und hier konnten wir, wieso kann ich hier nicht, ach Mann, muss ich jetzt an Land? Ja klar, im Wasser kannst du deine Waffe nicht wechseln. Ja, wir brauchen natürlich nochmal den Trident. So. Juhu! Ab ins Wasser und dann, oh, nicht hier schon wieder, oh komm. Wie kannst du die unter Wasser überhaupt so schnell schießen, diese Steine? Oder Steine? Perlen? Was auch immer? Was hast du da überhaupt? Ich will es gar nicht wissen. Wir rüsten mal das Schild aus. Sicher ist sicher. Und dann, gucken wir mal, dass wir hier... Haha, Sansensekai machen. Oh Mann. Dass wir hier nicht aufgespießt werden. Und dann mal gucken, was wir hier drin machen. Also hier drin haben, meine ich. Ah, the Sun Key. Und den brauchen wir. Es gibt, glaube ich, 3 Schlüssel hier drin. Und den ersten
Haben wir gefunden. Es hat sich also gelohnt, die kleine Tauchtour hier. Du kannst so schön schwimmen. Dann machst du schön platsch, 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 platsch. Das ist immer so schön, das Schwimmgeräusch von dir. So, Sandsinsig. Okay, ich höre schon auf damit. Mit der Attacke von Zorro zu vergleichen ist mal witzig, aber ich glaube nicht das ganze Let's Play über. Okay, gut. Gehen wir mal durch die Tür. Aber ich habe ja so eine Angewohnheit, Gags bis zum letzten auszureizen. Mit Excalibur geht es weiter. Ja. Oh mein Gott, was macht ihr denn? Ein Mullbindenträger. Wie schön. Wer hat dich denn so schwer verletzt? Und von Kopf bis Fuß verbunden hier. Immer diese Mumie hier. Aber ich mag die Wandzeichnungen hier. Ich muss ehrlich sagen, das Level oder der Dungeon gefällt mir in der Master System Version, glaube ich, sogar ein Stück besser. Weil das ist irgendwie nochmal ein bisschen heller, ein bisschen freundlicher. Das ist so richtiges Neongrün, glaube ich, in der Master System Version. Der Hintergrund. Mochte ich irgendwie in der Master System Version, mochte ich das Ding ein bisschen mehr. Aber es ist auch ganz cool hier auf jeden Fall. Auf jeden Fall werden wir noch eine Weile hier drin verbringen. Und dann werden wir mal gucken, dass wir hier gut durchkommen. Aber ich bin eigentlich guter Dinge. Warum sollte das auch nicht funktionieren? So, jetzt müssen wir hier weiter. Und heps. Weil jetzt geht's ab in die Pyramide. Da war noch nicht der Eingang. Da sind aber später auch Eingänge. Also müssen wir uns merken. Da kommen später noch Türen hin, wie von Zauberhand. Und erstmal gehen wir hier rein. So, linker Weg, rechter Weg. Wir gehen den guten Mittelweg. Das ist mein Motto schon mein ganzes Leben lang. Immer den Mittelweg gehen. So. Und die spucken Pfeile. Das ist nicht nett. Das mag ich nicht. Und deswegen sage ich... Oh Gott. Oh Gott. Nee, kommt, hör auf. Lass den Scheiß, ey. Oh, wie viele Pfeile habt ihr eigentlich im Köcher? Das ist ganz schön gemein. Wo nehmt ihr die überhaupt her? Ihr seid doch nur Köpfe. Oder ist da irgendwie noch so ein Körper eingemauert? Oder? Ich weiß auch nicht. Das ist alles cool. Oh, Kaspar, der freundliche Geist, ist auch hier. Und wir haben den Moon Key. Aber einer fehlt noch und den kriegen wir erst beim... Kann man Boss sagen? Ja, oh Gott, jetzt spoilere ich hier schon. Ja, auf jeden Fall Boss. Boss, ja. Und, ja, aber vorher drücken wir noch fleißig Schalter und machen was weiß ich was alles und sind froh und munter und fröhlich und scheiße. So, und erfreuen uns unseres blauhaarigen Daseins. Kaspar, der freundliche Geist, ist tot. Wir haben Kaspar, den freundlichen Geist, getötet. Das ist gemein, oder? Allerdings haben wir jetzt volle Energie und damit können wir den jetzt auch fertig machen. Volle Energie und fertig ist die Shion-Infanterie. Hoch damit und raus mit ihnen. Ach ja, Saber Rider. Und die Star Sheriffs. Ach, eine wunderbare Serie. Wobei ich bei Saber Rider muss ich echt sagen, habe ich mir immer noch nicht, bis heute noch nicht, das japanische Original zu Gemüte geführt. So ein bisschen teilweise schon natürlich, also das Wichtigste weiß ich. Aber ich kenne hauptsächlich die US- bzw. die deutsche Version, wo halt vieles ganz anders ist. Wo die Story ganz anders erzählt wird und... Das ist, die Star Sheriffs sogar einen ganz anderen Anführer haben, also was auch total interessant ist. Das finde ich also schon interessant, dass du hingehst und wenn du so eine Serie einkaufst und dann nimmst du so viele Änderungen vor, dass du sogar einen ganz anderen Typen aus dem Team auf einmal zum Anführer machst, in dem Fall halt, ja, halt Saber Rider.
Und im Original ist es halt Fireball, der Anführer. Und das ist halt irgendwie total interessant. Ich habe mir immer noch nicht das japanische Original wirklich komplett angesehen. Bis heute nicht. Obwohl ich wirklich ein eingeschworener, ein eingefleischter Fan bin. Es soll ja auch, es gibt ja eine Kickstarter-Kampagne. Es soll ja ein Saber Rider-Spiel erscheinen, so ein bisschen im, auch im, ich glaube auch so ein bisschen im Sega Genesis-Stil. Also Sega Mega Drive-Stil. Und, bin ich auch mal gespannt, wenn das fertig ist und wie das dann gehandhabt wird. Ob sich das mehr in der japanischen Sache orientiert oder an der, die wir hier im Westen kennen. Oh Gott. Riesenmumie mit Riesenschwert. Himmel. Ich glaube, der wird mich ziemlich fertig machen. Es sei denn, ich mache Stich, Stich, Stich. Dann hole ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht. Dann hole ich meinen Chion und der sticht, sticht, sticht. Auch ebenfalls. Auch ebenfalls, genau. Doppelt gemobbelt hält besser. Und das denken die beiden sich auch gerade. Muss ich aufpassen. Aber schön hier. Ein sehr schöner Unforgettable Dungeon. Und da, Leute, ist es auch schon soweit. Der Boss. Ibims. Die Sphinx. Oh Gott. So, du bist also angekommen. Wie du vielleicht bereits weißt, bin ich die Sphinx. Nein, doch. Oh. Ich hab da so einen Hang für Quizze. Aber, das hast du wahrscheinlich bereits gehört. Ich sag dir, was ich mach. Ich werde dir ein paar Fragen stellen. 5, um genau zu sein. Wenn du alle richtig beantwortet hast, werde ich dich in eine neue Welt entsenden. Mit anderen Worten, du tötest mich. Nein, hier ist the first question. Okay. Welches dieser Items wird nicht im Wanderer-Waffenshop genutzt? Das ist der Dreizack. Okay, zweite Frage. Was ist der Name des Zwergendorfs in Lilypad? Da haben wir's. Dritte Frage. Welches Item half dir, die Wüste zu durchqueren? Oasis. Was war da... Die erste Magie, die du bekommen hast. Feuersturm. Und hier ist die finale Frage. How much is the fish? Nee. Fantastisch. Oh mein Gott. Du hast alles richtig gemacht. Das war ja auch nicht so schwer. Oh, cool. Und als Belohnung gebe ich dir Donnermagie. You shall not pass. Ich meine, Entschuldigung, das war was anderes. Springe ganz oben von der Spitze der Pyramide. Natürlich, in eine neue Welt, wo ich meinen Aufenthalt genieße, aber erstmal nehme ich mir den Star Key. Cool. Und hier war auch noch was. Genau, diese Truhe. Ich glaube, hier war irgendwo noch eine Tür. Hier müsste sie gewesen sein. Ja. Und da bekomme ich Feuersturm, Quake, Thunder, Power, Quake 2, Fallout. Nein. Okay. Oh. Cool. Ah, wobei, rüsten wir mal lieber das Schild aus nach wie vor. Habe ich ein bisschen lieber im Gepäck, für den Fall, dass mir der Energie mal knapp wird oder so. So. Und jetzt geht's auf zur Spitze der Pyramide. Da kennt ich nämlich wirklich gar nichts mehr. Da springen wir jetzt einfach mal rüber. Aua. Wieso sind die Stacheln da so breit gemacht? Kannst du überhaupt... Au! Entkommen. Weiß auch nicht. Kaspar, du bist schuld. Okay. Und? Ah! Ich dachte eben schon, ich hätte euer Muster ein für alle Mal durchschaut und dann trifft er mich doch. So, hier war noch was. Ah, okay. Hier geht's zur Spitze der Pyramide. Da will ich noch nicht rein. Dann war es die andere Tür. Weil es gibt noch eine dritte Tür im Bunde, die wir rein können. Und das dürfte... Moment. Diese hier.
Diese da, diese ist es. Und wir öffnen die Truhe. Pick-Me-Schild, das Pigma-Schild, yippie! Alle Pick-Me-Items sind versammelt. Ist das nicht wunderbar? Die alten Schriften stimmen. Ach ja. Gut. Ja, komm jetzt. Dann gehen wir mal auf die Spitze der Pyramide und springen endkrass voll super hyper mega mäßig Stunt Action mäßig von der Spitze der Pyramide. Nee, machen wir eigentlich nicht. Wir machen was anderes. Wir klettern erstmal das Rope von Morshu hoch. Und dann heißt es nun gleich. Was soll ich sagen? Noch ein Rope? Aber danach heißt es sicher und definitiv. Springe auf die Plattformen. Super Smash Bros. Like. Nämlich diese hier. Aber was hat es damit auf sich? Wo mag sie uns hinbringen? Das erzähle ich euch erst im nächsten Part von Wonderboy in Monster World in der Sega Genesis Variante. Bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk.